So Kevin, ich bitte dich, ja, leg mal vor. Bring dich nicht um. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und ihr seht, ich habe mir wieder die Panzerknackerbande zusammengerufen. Einmal den lieben Frank Stäbler, schönen guten Tag, und den lieben Dennis Kohlhaus. Instagram ist unten verlinkt, sowohl von Frank als auch von Dennis. Wir machen heute mit dem lieben Dennis ein richtig geiles Strongman-Training. Wir haben einmal den lieben Dennis mit 173 Kilo, er hat abgenommen ein bisschen, und einmal den lieben Frank mit 75 Kilo. 75 Kilo Kampfgewicht momentan. 75 Kilo. Ich wiege momentan 120, also wird sehr spannend. Was ist unsere erste Disziplin? Wir nehmen den Yoke. Den Yoke. Also eine Klasse. Ein Joke. Verstehst du? Also auf gut Deutsch, das Joch, ne? Das Joch muss getragen werden. Ich habe beim Frank schon gesagt, er wird so mit den 300 Kilo laufen. Und dann gucken wir mal, ob der Kevin mithalten kann. Und vielleicht packe ich mir heute eine halbe Tonne drauf. Und nur eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn ihr momentan gerade geile Supplemente braucht, die euer Training unterstützen, dann checkt unbedingt mal Neosubs aus. Oder wenn ihr Gym-Outfits braucht für euer Training, die euch ein bisschen schicker machen, dann checkt mal Smilelocks aus. Bei beiden Firmen bekommt ihr fette 10% Rabatt, wenn ihr den Code Kevin10 bei Gutschein an der Kasse eingibt. Es wird verrückt, ich sage euch, es wird verrückter. Bei dir vielleicht sogar über 300. Würde ich sagen, wir bauen gelb ab und machen rot drauf. Rausgekommen, dieses Laufen fühlt sich so auch für mich wackelig an. Nicht so einfach. Wir haben 200 Kilo auf dem Joke drauf und schauen wir mal, wie die Jungs sich damit schlagen. Ich laufe jetzt mal eine Bahn runter und hoch. Ich lasse mich immer auf sowas ein. Ey. Anheben, stehen und kleine Schritte. Schwer. Ja. Was würdest du sagen, was ist das Kniffligste an dieser Disziplin? Die Koordination. Koordination. Jawohl, super, super. Der schwerste Yoke, was je getragen wurde, hat 720 Kilo. Aber nur für 3 Meter. Alter, du hast diese 300 in den Raum gestellt. Was ist das für eine Zahl? 200 ist einfach verdammt schwer. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Es gibt ja schwere und leichte Athleten. Und wenn ein schwerer Athlet richtig stark ist, dann heißt das, der ist ja nur so stark, weil er so schwer ist. Ne? Im Strongman sagt man, welcome to the jungle. Hier darf jeder so schwer sein, wie er will. Es geht einfach darum, wer den schwersten Stein hebt. 300 Kilo jetzt. 300 Kilo Joke. Habe ich das letzte Mal vor 3 Jahren gemacht. Mit Dennis auch. Bin sehr gespannt. Nach dem Joke-Training ist man immer so ein bisschen auf 2 bis 3 Zentimeter kleiner. Wenn es der Kevin versucht, dann versuche ich es auch. Ja! Weiter, weiter, weiter. Er hat sich den Joke einfach ein bisschen zu hoch eingestellt. Je schwerer das Gewicht wird, umso mehr fängst du halt an zu schwanken. Das ist ganz normal. Ne? Dann kann es ja passieren, dass die Kufen auf den Boden schlagen. Und wenn die Kufen auf den Boden schlagen, dann verzieht sich alles. Das sind 300 Kilo. Wenn ich sowas schon wieder. Vorher hast du 2 Meter geschafft? Schieb die Hüfte vor. Das kennst du, den Sport. Viele kennen ihn, aber machen es nicht. Spannung! Da ist er. Ich geh. Komm, Schritte! Saubere Schritte! Ja! Naja, 3 Meter habe ich geschafft. Das Joke oder Joke oder Joke, der war, ja, war natürlich echt schwer, 300 Kilo. Was habe ich da gemacht? 2 Meter. War einfach nicht mehr drin, weil ich einfach Angst hatte, mir brechen die Knie zusammen. Mach, guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie man einen Joke richtig hebt. Pass mal. Alter, was ist das denn? Nase frei. Oh, Ammoniak. Aber saftig. Ja. Ja, dieser Schritt, das ist so unsicher. Das ja. Gewicht ist extrem und ich habe das Gefühl, ich kann es anlupfen. Dieser Schritt, dass ich ja, auf einem Bein stehe. Diese 300 Kilo mal auf dem Genick zu haben und versuchen zu laufen, war eine ganz neue Erfahrung. Der Sprung von 2 auf 300 war extrem hoch. Dennis Kohlhaus zeigt uns jetzt, wie das mit 400 Kilo funktioniert. 400 Kilo sind 400 Kilo. Das ist fast eine halbe Tonne. Aber ihr seht, es war nicht mal so schnell. Ne? Ja, okay. Brutal. Hat sich gut angefühlt. Jetzt machen wir eine halbe Tonne auf diesen Yoke drauf. Wir gucken, dass wir nicht sterben. Das ist, meine liebe Freunde des Kraftsports, ist einfach nur geisteskrank. Ja.
Das ist jetzt eine halbe Tonne, ganz einfach. Hallo, siehst du uns? Ja, mittendrin habe ich gedacht, dein Bauch platzt gleich. Nee, der ist nur dick. Wir fangen mit dem Stein an hier. Was wiegt ihr? Sag ich nicht. Also ich mache euch jetzt einen Lift vor. Und jetzt über Kopf. Komm, Cam. Weißt du, was das? Mal, das gehört so. Nein, stopp. Genau nur richtig. Frank. Weißt du, was das gerade war? Gekönnt. Das war nein, das nein. Können. Nein. Also das wollt nein. Ich wollte euch nein. Pass auf. Sicherheit. Ich will hier. Ich will hier ein anständiges Fitnessstudio aufmachen. Wir hätten fast den ersten Token gehabt. Wie heißt du mal einen Helm für mich? Pass auf. Mit dem Kevin Walter Geist hier drin. André, mach das bitte als Zeitlupe. Wie es als er drückt ihn hoch und während er hochdrückt, geht er mit den Händen vom Stein weg. Der Stein sinkt bis auf 1 Zentimeter vom Kopf und du fängst ihn und drückst ihn. Weil er Papst war gewollt. Alter Mann, dann ich nehme mal lieber ein bisschen Schalk. Der Stein ist ganz schön rutschig gewesen. Guck mal, den Schalk im Nacken. Komm. Und jetzt kommst du aus der Hüfte raus, ne? Oh, super. War nicht so schön, aber oben ist oben. Weiter geht's mit dem 80-Kilo-Stein für den Kevin. So, Kevin, ich bitte dich, ja, leg mal vor. Bring dich nicht um. Ja. Jawoll! Das mit dem über den Kopf drücken, lass ich erstmal. Erst mach ich erst wieder, wenn es hier Helme gibt. Jetzt mal, wenn ich mit dir was mache, verletze ich mich. Setz dich ab, oben umgreifen und jetzt. Nicht so unten? Nein, nein, oben. So, und komm. Und Hüfte, randrücken und Feuer. Pass auf, wir gehen ein Stück nach vorne. Du machst es jetzt hier und werf ihn dir über die Schulter. Komm. Super. Und eskalieren. Komm, nach oben. Am meisten Spaß hat mir gemacht, diesen Riesenstein, 80 Kilo, über die Schulter zu werfen. Technisch unglaublich anspruchsvoll. Kevin, 100 Kilo, ja. Komm, Kevin. Ja. Super. Oh, der war schon schwerer. Der nächste wäre halt direkt 130. Mach doch mal einen 110er oder 120er. Ja, ich habe die Steine für dich bestellt, Kevin. Das ist alles in Ordnung. 60, 65, 80, boom, 130. Ich versuche jetzt einen 130 Kilo Stein irgendwie ein bisschen hoch zu bekommen. Den Stein hatten wir auf der FIBO liegen. Also das ist so der Stein, was ich sagen würde. Darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber wer den packt, der ist stark. Wenn ihr nicht packt, ist schwach raus. Ja, das ist dann. Was soll das jetzt schon wieder hier? Ja, was ist hier los heute? Ich sterbe beinahe, breche mir hier die Wirbelsäule, die Knöchel. Ich möchte den Kevin jetzt nicht demotivieren, aber ich tippe dagegen. Ich sag, der Sprung ist zu groß. Aber du wirst es uns jetzt beweisen. Kommt super! Super, umgreifen! Toll! Krass! Komm! Bin ich trotzdem stark, weil ich den hoch bekomme? Ja, ja. Okay, danke. Weil bei vielen hat's halt, zwinkerst du mir zu? weil bei vielen hat es halt daran gescheitert, ihn vom Boden wegzukriegen. Ich könnte jetzt quasi ein bisschen Harz an die Hände machen. Ne? Problem ist, wir haben halt kein Olivenöl da. Ich bin zwar groß und schwer, aber ein bisschen muss ich wie ein Puma sein. Du hast ja gesehen, Frank, von der Seite siehst du es, wie ich mit der Hüfte. Ja, und dann kommt er, dann lasse ich ihn arbeiten. Oh, hier, guck mal, ich habe mich verletzt. Alles aufgeratscht, Junge. 130 Kilo ohne Harz zu heben. Also vielleicht einige von euch kennen dieses Harz, dieses klebrige Zeug. Wenn man den quasi nur mit Magnesium hebt, das ist eine sehr starke Leistung. Also Kevin, da ist ein verstecktes Talent. Ja! Gut. Die Brust fast unter den Stein. Ja, genau. Jetzt ziehen richtig ran. Nicht nur oben rumheben. Oben. So, ja. Und jetzt drück ihn ran und steh auf. Ja, ja,
was jetzt passiert ist, du bist aufgestanden und so wie du aufgestanden bist, hat es dir den Stein vorne rausgeschoben. Und Kevin hat sich super geschlagen bei den Atlas Stones. Ja. Muss echt sagen, ohne Harz, nur mit Magnesia, den 130 Kilo Stone, sich quasi auf den Oberschenkel zu setzen. Ja, beim Aufstehen hat es ein bisschen gefehlt, aber super Leistung. Der Stein hat mich richtig gefressen. Da hatte ich richtig Bock drauf, den noch richtig hochzukriegen. Hätte ich ein paar Versuche gehabt, hätte ich es vielleicht noch irgendwie geschafft. Aber dann irgendwann war auch die Kraft weg. Also war auf jeden Fall eine Aufgabe, der ich mich gerne gestellt hätte noch länger. Jetzt machen wir den Finkelfinger draußen. Sehr eigenartige Strongman-Disziplin. Da geht es eigentlich darum, es ist ähnlich wie ein Fahnenmast aufstellen. Ihr werdet merken, die geht auf alles. Sie geht auf Oberkörper, Arme, Beine, Rücken, Bauch. Also die macht dich komplett fertig. Also müsst ihr auch ein bisschen im Team agieren. Das Teil hat 220 Kilo und ist 4,20 Meter lang. Die Kerze auf die Torte oder die Kirsche oben drauf. Wenn ihr mal sehen könnt, hier unten dieses 4,20 Meter lange Stahlmonster. Dieses Teil muss aufgestellt werden wie ein Fahnenmast. Ich zeige es euch jetzt einmal und danach probiert ihr das zusammen. Wir versuchen, diesen Fingerfinger dort aufzuheben, hochzuhieven, aufzustellen und auf der anderen Seite, also hier, wieder runterfallen zu lassen. Ich weiß gar nicht, was Dennis sich generell immer in seinen Kopf setzt, dass ich oder wir solche Sachen schaffen. Ich versuch's jetzt alleine. Guck mal, allein diese Aussage. So. Diese arrogante Aussage. Ich versuch's jetzt mal alleine. Die Sache ist die, ich habe den schon lange nicht mehr gehoben. Wir werden sehen. Also das ist eine sehr dynamische Übung, das heißt... Das ist doch keine... Entschuldigung, wir haben den noch nie gehoben. Ja, aber ihr seid zu zweit. Wir wiegen auch zu zweit genauso viel wie du. Guckt euch das jetzt an. Ich habe mich jetzt auch nicht warm gemacht. Ich heb das Ding jetzt mal hoch. Baumfeld! Ganz klar, Dennis Kohlroth. Das Problem ist, wenn man stärker wird, dann macht man mehr kaputt. Autositze gehen kaputt, Klamotte gehen kaputt. Oder Kevin? Unterarme gehen kaputt. Das ist jetzt eine knifflige Technik. Das ist nicht nur Kraft, das ist Verständnis, das ist Koordination, auch wie beim Yoke. Strongman ist nicht nur Kraft, ihr müsst auch ein bisschen Körpergefühl entwickeln. Also wir sind nicht nur große, plumpe Jungs, die kaputt gemacht. Okay, so. Komm. Frank, du musst tiefer. Jetzt habt ihr ihn. Komm. Auf geht's. Verpiss dich. Also als Team hat es wirklich Spaß gemacht. Alleine hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, hätte ich richtig ackern müssen, glaube ich. Der Frank hat mir da schon echt ordentlich Arbeit abgenommen. Aber es war cool. Der ganze Tag hat mal wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Der hat gesagt, der ist schwer. Was ist los hier? Ich habe mir ein Schwert verdient, weil ich so gut gearbeitet habe heute. Das ist ein Geschenk von Dennis. Ja, das, Komm, ich schlag dich jetzt zum Strongman. Wow, ich kann es spüren. Ja, du musst ihm noch eine Backpfeife geben. Was? Ja, das gehört dazu. Das musst du mich auch. Aber der Kevin kriegt jetzt eine Backpfeife. Ja. So, Freunde, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und diese Kombination euch gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann suchen wir uns neue Herausforderungen, die wir für euch meistern werden. Oder schlagt uns auch gerne schon Herausforderungen an. Wenn es genug Abstimmungen gibt, werden wir dieser nachgehen. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...